Hi, ich bin der Alex Twister, Owner des Minecraft-Servers Twister Twins. Hallo Alex, wann hast du Minecraft für dich entdeckt und was begeistert oder fasziniert dich an diesem Spiel nach wie vor? Ich habe Minecraft entdeckt, das war 2019, ich meine im März. Und das war ein Kinderwunsch im Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart. Da wollte ein Kind Minecraft spielen und daraufhin habe ich mich erkundigt, was das denn überhaupt ist. Und so kam ich zu Minecraft. Mich begeistert vor allen Dingen, dass man hier so viel Kreativität mit reinbringen kann, dass man besondere Items erschaffen kann und sei es bloß eine Signatur oder auch mal die Wertschätzung von den kleineren Dingen, die man hier einfach verschenken kann an die Kinder, an die Spieler. Herr Barlin möchte gern wissen, wie bist du auf die Idee gekommen, einen eigenen Server zu eröffnen? Auf die Idee sind wir vor 2 Monaten gekommen und dann wäre es doch eigentlich auch undenkbar gewesen, das alleine nur für das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart nutzen zu können. Sondern in dem Fall, dass wir deutschlandweit alle Kinder- und Jugendhospize, sowohl die stationären und auch die mobilen Hospizgruppen, mit einladen können, dass wir hier Minecraft-Accounts kaufen und die Accounts an die Geschwister, Kinder und den betroffenen Kinder verschenken. Mr. Melone 2206 würde gern wissen, was kostet dich der Server im Monat und verfolgst du Gewinnerzielungsabsichten? Also Gewinnerzielungsabsichten verfolgen wir hier absolut nicht, nein. Das ist ein komplettes Non-Profit-Unternehmen, sage ich jetzt mal, in dem Sinne hier auf Minecraft. Wir haben zwar eine Homepage, wir haben einen Shop, es gibt Kisten zum Gewinnen, die bekommt man mit /Vote. Das ganze Geld, was komplett eingeht bei uns auf der Homepage, bei twistertwins.de, wird direkt an das Kinder- und Jugendhospiz gezahlt, überwiesen. Wir selber sehen von dem Geld nichts, wir geben das nur frei. Wir überprüfen das eine oder andere und können dann daraufhin aber auch mit diesem Geld agieren, da wir Mitarbeiter des Kinderhospizes sind und können dann quasi hergehen und kaufen von diesem Geld weitere Minecraft-Accounts und können natürlich auch die Serverkosten bezahlen. Serverkosten bisher haben wir, was kostet so ein Server im Monat? Da hängen noch weitere Server noch mit dran, das, man denkt es kaum. Das sind jetzt zum Beispiel einmal der Hub, ja, der kostet 120 Euro monatlich, nur alleine der Hub. Also der Raum, in dem wir uns gerade aufhalten. Der Raum, in dem wir uns gerade aufhalten, richtig, genau. Dann haben wir nochmal einen sehr, sehr starken Server, der kostet nochmal 120 Euro. An den gehen alleine nur die ganzen DDoS-Angriffe. Ja. Wie genau das aufgebaut ist, kann ich jetzt nicht erklären. Dann haben wir noch unsere 2 City Builds und auch nochmal einen Testserver, an dem wir das Ganze ausprobieren können. Und die sind dann schon ein bisschen günstiger. Wir probieren es jetzt einfach mal mit den günstigeren Varianten. Und da kommen wir auf zusammen 150 Euro plus die 2 großen. Ich glaube, wir kamen, mal kurz durchrechnen, 230, 400, 500 plus der Shop 520. Der eigentlich bloß den Posten direkt durchleitet an das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart. Ja, ich glaube 530 Euro, plus minus. Das ist eine Menge Geld, vor allen Dingen, wenn ich höre, dass allein 120 Euro investiert werden müssen, um DDoS-Attacken abzuhalten. Wow. Wie viele Spieler können eigentlich parallel auf dem Server joinen? Eigentlich wollen wir das so einpendeln, maximal 100, 120 Spieler je City-Build, sodass die Redzone-Anlagen immer funktionieren. Gegebenenfalls vielleicht sogar weniger und dann werden wir einfach nochmal 1-2 City Builds mehr noch dazu holen, dann ist nun mal so. Ja, wenn die Anfrage größer kommt und das Projekt auch unterstützt wird von den Spielern mit einer kleinen Spende, dann machen wir das. Wo kommt der Name Twister Twins eigentlich her? Ich war damals bei einem glücklichen Augenblick im Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart und habe dann daraufhin Facebook entdeckt und habe dann da ein schönes Bild gepostet von mir und den Kindern, wie wir Luftballons gemacht haben, nachdem wir natürlich die Genehmigung hatten. Und daraufhin hat sich der
liebe Theo bei mir gemeldet, dass er das ganz, 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 ganz toll findet und er ein Clown ist, ein therapeutischer Klinik-Clown und er ganz tolle pädagogische Erlebnisse quasi anbieten könnte und vielleicht können wir ja mal zusammen sowas machen, ehrenamtlich. Und ich fand es interessant und dachte mir, ja, zu zweit ist es immer besser als alleine, gerade im Hospizbereich. Und so sind wir auf Twister Twins gekommen. Twister vom Ballons verdrehen, weil er halt auch gerade so mit den Ballons eingestiegen ist. Ist halt eher so, ja, mein Fachjargon. Er ist da dafür in anderen Punkten, in vielen Punkten sehr, sehr, sehr gewandt und natürlich auch viel weiter als ich. Und Twins, weil wir uns immer gleich anziehen. Wir ziehen uns immer gleich an. Wir sind immer gleich angezogen in Anzügen. Und auch bei Events und natürlich auch im Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart, wenn wir die Kinder besuchen. Auf welche Hürden oder sogar Probleme bist du bei der Einrichtung deines Servers gestoßen? Es gab ziemlich viele Hürden und Probleme. Die waren so gewaltig, dass man sogar fast schon gesagt hat, okay, wir vergessen das, weil wir haben null Know-how. Wir haben bei verschiedenen größeren City-Build-Servern angefragt, ob sie uns vielleicht unterstützen möchten. Viele können uns auch unterstützen, mal mit Plugins. Ja. Auch viele namhafte, alle unterstützen uns hier mit Kleinigkeiten. Aber das Team vom Horse Blog hat gesagt, hey, wir haben die Möglichkeit, wir haben zwar ganz wenig Zeit, aber wir nehmen uns jetzt diese 1, 2, 3, 4 Wochen Zeit und helfen euch, dass ihr das für euch auf die Beine bekommt. Und wir stellen euch unser Know-how zur Verfügung und unterstützen uns, euch, wo wir nur können. Und das fanden wir natürlich wirklich mega toll, weil letzten Endes geht es ja eigentlich nur um die Kinder, um da Wünsche erfüllen zu können. Und müssen halt auch viel an die Sicherheit denken, gerade an die DDoS-Attacken oder andere Leute, die versuchen, den Server down zu kriegen. Und ja, da sind wir echt froh drum. Und deswegen machen wir auch so eine kleine Mini-Verbindung rüber zu Horstblock. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte man sagen, ohne Horstblock und sein Team wäre das Projekt möglicherweise zum Scheitern verurteilt gewesen? Ja, würde ich schon sagen. Dann gehen ganz, ganz großer Dank auch von mir an den lieben Horst Block und sein Team raus. Das ist ein schönes Engagement von euch, auch nicht selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Also freuen uns natürlich, wenn wir dann die gekauften 70 Minecraft-Accounts, die wir haben, auch jetzt dann demnächst an die Kinder- und Jugendhospize rausgeben können. Für mich war es halt, glaube ich, schwierig, hier am Anfang auf Minecraft, in dem Fall auf Griever Games, die Leute dachten, ich verarsche sie oder möchte sie scammen, indem ich hier mein Projekt denen damals vorgestellt habe. Und viele haben dann noch gelacht. Du verfolgst ja, wir sprechen hier die ganze Zeit schon drüber, wir haben es noch nie so richtig ausgesprochen. Du verfolgst ja einen speziellen Zweck mit deinem Server. Und mir ist auch kein anderer Server bekannt, der einem ähnlichen Zweck folgt. Woher kommt dein hohes und nicht immer leichtes Engagement für das Thema? Und worüber reden wir eigentlich genau? Ich glaube, das haben wir den Zuschauern noch gar nicht gesagt. Also das Engagement, es treibt mich einfach an, zu wissen oder wissen zu können, es gibt Kinder da draußen, ganz, ganz viele, die können es sich finanziell nicht leisten, die sind im Hospizbereich und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Hospiz oder ein Kinderhospiz ist ein Ort, an dem man eigentlich nur hinkommt, wenn man wirklich sterbenskrank ist, ja? Und auch wenn man dann bloß noch eine ein verkürztes Leben hat. Das heißt, wir alle, wenn wir gesund sind, wir wissen, wir können durchaus 60, 70, 80, 90 Jahre alt werden und Kinder, die natürlich dann die Diagnose bekommen haben, dass sie noch vielleicht 2 Jahre, vielleicht 2 Monate, vielleicht 7 Wochen, wir wissen es nicht. Ja? Wenn dann eine Diagnose gestellt wird und daraufhin haben die dann auch das Recht auf ein Kinder- und Jugendhospiz, um dass die Eltern es leichter haben, um dass das Kind einfach ein begleitendes, schönes Gefühl bekommt, in dem Fall. Egal welches Hospiz, alle leben natürlich auch von den Spenden, die sie bekommen. Ja. So auch unser Projekt.
Und mit diesem Projekt, mit dem Minecraft-Projekt, können wir einfach ganz, ganz viele Kinder glücklich machen, indem wir ihnen einfach einen Minecraft-Account schenken, im Wert von 24 Euro. Und den dürfen sie verwenden, wo und wann sie möchten. Und natürlich hier bei uns auf twistertwins.de bekommen sie natürlich dann auch ganz viel Aufmerksamkeit und bekommen ganz viel Items und natürlich die Ränge kostenlos. Hier soll nichts Geld kosten, wirklich nichts. Dadaki möchte gerne wissen, wie hast du es geschafft, die Leitung des respektive der Kinderhospize zu überzeugen, dass die Kinder Minecraft in Anführungszeichen zocken dürfen? Zusammen mit dem Theo, meinem guten Freund, haben wir das Ganze vorbereitet und haben das Projekt natürlich dann auch vorgestellt beim Träger und auch bei den ganzen Pädagogen und sehe es auch immer mit kritischem Auge. Durch Corona jetzt natürlich gab es jetzt die Möglichkeit, dass wir sagen konnten, okay, wir können selber gerade nicht in die Hospize rein, aber vielleicht können wir sie anders irgendwie erfüllen und die Kinder erreichen und auch im Nachhinein für die Geschwisterkinder noch da sein. Und da ist uns das mit dem Minecraft eingefallen, dass wir da auch mal einen digitalen Inhalt anbieten können. Und das hat dann auch soweit funktioniert. Das Konzept ging soweit auf, weil man muss hier halt lesen, schreiben können, man muss mitdenken können, man muss PvP kann man machen, muss man nicht machen. Also es gibt keine Gewaltverherrlichung, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Spielen wie Call of Duty oder Fortnite. Ja, also die Kreativität, die steht bei uns natürlich an oberster Stelle und deswegen haben wir auch einen ganz tollen Kreativserver und keiner muss da farmen gehen. Spawner sind rein Dekorations-Items und jeder kann bauen, so schön oder was auch immer er möchte. Ryloxi würde gern wissen, was kann man ihr Sucher oder auch die Kinder auf Twister Twins eigentlich erleben? Also als Spieler oder als Minecraft-Spieler, sage ich jetzt mal, könnt ihr euch die bunte Welt hier im Hub anschauen. Es gibt ganz viel zum Entdecken, ganz, ganz viele Secrets. Gerade hier im Hub, es ist wirklich nicht klein. Es macht aber auch richtig viel Spaß, die Sachen zu entdecken. Auf dem Citybuild Steinzeit kann jeder Spieler eigentlich komplett dasselbe. Es gibt natürlich Protektorränge, das sind die Menschen, die etwas gespendet haben an das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart. Und die können einmal in der Woche /Kopf machen, aber ansonsten sind alle gleichgestellt. Sie haben keinen spielwerten Vorteil oder sowas. Da müsst ihr wirklich farmen gehen. Das ist eine ganz normale Plotwelt. Ihr könnt euch euer Plot quasi claimen. Ihr könnt mit Spielern, mit /Trade, könnt ihr Items hin und her vertauschen. Besonders hier dabei gilt, uns wird es auch niemals geben, wir werden hier niemals Geld auf dem Citybuild-Server verwenden. Es gibt also keine Wirtschaft mit Geld. Und auf dem Kreativserver macht es natürlich keinen Sinn. Da hat jeder G-Mode 1 und jeder kann was bauen, was er möchte. Wie stellst du sicher, dass sich die Kinder in einem geschützten Rahmen bewegen auf deinem Server? Also, die Kinder, die haben natürlich auch einen Rang und den bekommen ausschließlich wirklich nur Kinder, egal ob das Geschwisterkinder sind, betroffene Kinder oder Familienangehörige. Und natürlich kriegen sie dann auch über uns, über den Teamspeak oder übers Telefon oder per E-Mail auch die nötige Einweisung. Da sind wir gerade auch noch dabei und tun noch ein paar tolle Videos vorbereiten, wie man Minecraft installiert, wie man auf Twister Twins sich zurechtfindet. Und da ist es uns wichtig, natürlich auch im Teamspeak die Leute so gut wie nur möglich zu schützen. Und deshalb sind die Kinder von der Talk Power so weit oben, dass man die gar nicht besuchen kann, sondern die haben alle ihren eigenen Raum und nur mit diesem Rang kommen sie auch da rein. Was würdest du dir für deinen Server wünschen, was du bisher noch nicht umsetzen konntest? Was würde ich mir wünschen? Also wir, Twister Twins, glaube ich, würden uns wünschen, dass wir so viel Geld bekommen würden, was die Leute spenden für das Kinderhospiz, dass wir noch mehr Minecraft-Accounts kaufen können, dass wir noch mehr Kinderhospize erreichen können deutschlandweit. Später natürlich dann auch, wenn das Geld da ist, Österreich und Schweiz gerne noch mit einladen, kostenlos hier mitzuspielen. Und dass Spieler, selbst Besucher,
auch wenn sie kein Geld haben, dass sie was Schönes bauen und einfach nur Spaß haben, wenn sie ab und zu mal durchlaufen können, sich alles anschauen, wie die Kinder natürlich dann auch begeistert sind von den tollen Bauwerken der Spieler. Am 30.08.2020, ich glaube um 12 Uhr, ist offizielle Eröffnung deines Servers. Was erhoffst du oder was erhofft ihr euch von diesem Tag? Wir erhoffen uns an dem Tag, dass es was ganz was Gemütliches wird. Wir hoffen, der Server steht auch. Wir werden den auch schon mal begrenzen, um dann auch wissen zu können, jawohl, es ist alles safe. Sozusagen eine Whitelist anmachen. Wir freuen uns, dass das Video dann auch ganz, ganz viele Hospize natürlich anschauen und auch im Nachhinein noch anschauen werden für die Eröffnung. Wir freuen uns, dass wir echte Geschenke parat haben. Ja, Theo und ich haben da Ballonpakete und ganz tolle Fun-Pakete vorbereitet, die man gewinnen kann. Und es gibt natürlich dann auch Items zu gewinnen und ganz wichtig für viele auch endlich mal signierte Items von den Teammitgliedern oder vom Owner, von den Admins, vom Theo und ja, das wird ganz was Besonderes werden. Alex, wenn jemand sich jetzt nochmal genauer informieren will über dieses Projekt, wo findet er alle Infos, die er so braucht? Also, alle Informationen findet man direkt auf www.twistertwins.de. Da haben wir oben rechts einen kleinen Reiter, der heißt Minecraft Twister Twins. Da kann man für uns voten, da kann man für uns spenden, direkt beim Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart. Also wir haben kein eigenes privates Konto dort, sondern ein Unterkonto und deswegen ist ganz wichtig der Verwendungszweck Minecraft Twister Twins und euer Spielername. Das ist ganz wichtig. Dann wissen wir auch, von wem das kam und ihr bekommt natürlich dann auch oder könnt diese Überweisung als Quittung verwenden, bekommt natürlich auch selbstverständlich, wenn ihr das wollt, eine Spendenbescheinigung. Dann danken wir dir sehr, dass du dich unseren Fragen gestellt hast und wir wünschen dir natürlich allen Erfolg der Welt oder euch allen Erfolg der Welt und hoffen, dass sich dieser eben auch im Sinne der Kinder vor allen Dingen einstellt. Und ja, ihr habt es gehört, hier sind eine Menge Kosten drin. Das ist ein sehr, sehr großes, aber auch ein echtes Herzensprojekt. Hier macht sich kein Alex und auch kein Theo die Taschen voll, nein. Hier geht es tatsächlich darum, dass dieser Server am Leben erhalten werden kann und alles, was quasi an Spenden eingeht, geht auch an das Kinderhospiz weiter, sodass dort eine gute Arbeit weiterhin sichergestellt ist. Und wenn ihr euch da in irgendeiner Form beteiligen wollt, dann nehmt Kontakt zum Alex auf. Er wird euch mit Sicherheit sagen, wie ihr da helfen könnt. Und ich bin sehr gespannt auf den offiziellen Start und freue mich, dass du heute ja hier unseren Fragen gestellt hast nochmal. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Rouge, dass ich hier bei dir dabei sein durfte und kann. Sehr gerne. Dankeschön.